Tagesordnungspunkt ist der Kollege Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Und ich bitte noch einen Augenblick um Aufmerksamkeit, bis wir dann zu den Abstimmungen zu diesem Gesetzentwurf kommen. Bitte schön, Herr Kollege Albani. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen. Als ich vor einigen Tagen erfuhr, dass ich hier heute den letzten Redebeitrag zu dieser Debatte leisten darf, war ich voller Sorge. Sorge dich deswegen, weil es immer hart ist, an dieser Stelle vor der namentlichen Abstimmung gegen den allgemeinen Störlärm anzureden. Nein, das war nicht meine Sorge. Meine Sorge war, über welchen Gesetzentwurf werde ich hier heute debattieren. Und vor Ihnen steht nicht nur ein Wissenschaftspolitiker, der heute in dieser Gesundheitsdebatte sprechen darf, sondern vor Ihnen steht auch, und ich bekenne es, einer von diesen Wissenschaftlern, der diese Ethikanträge in seinem Leben bisher gestellt hat. Und zahllose. Wir haben diese Experimente mit Menschen gemacht, glücklicherweise oder einfacherweise für mich, in Bereichen, wo die Patienten einwilligungsfähig waren, im Bereich der Fehlhörigkeit. Aber das Ziel der Wissenschaft an dieser Stelle ist es, am Ende zu heilen. Wir wollen die großen Geißeln der Menschheit überwinden. Und insofern habe ich mir überlegt, was kann ich an dieser Stelle sagen? Ich möchte genau auf diese Zielsetzung eingehen. Wir haben eine gute Debatte geführt. Wir haben am Mittwoch ordentliche Argumente miteinander ausgetauscht. Aber es kamen zwei Dinge vor, für die ich jetzt noch einmal konkreter werden möchte. Das eine war, es wurde davon gesprochen, dass Demenz Alzheimer irreversibel ist. Nach heutiger Kenntnis ist das so. Aber vor 50 Jahren war auch Taubheit unüberwindbar. Heute ist es eine Routineoperation, Taube wieder hören zu machen. Wir können Sehende in Kürze wieder entsprechend, also Blinde wieder sehend machen. Wir wollen in Zukunft solche Geißeln wie Tuberkulose, Kinderlähmung, all diese Dinge überwinden. Und so muss es auch das Ziel sein, Demenz, Alzheimer, neurodegenerative Krankheiten zu heilen. Und wenn man das tut, dann brauchen wir auch die Möglichkeit, mit Patienten Studien durchzuführen, die zum Zeitpunkt der Studiendurchführung nicht mehr einwilligungsfähig sind. Und wenn wir das tun, dann haben wir hier ein Gesetz vorliegen, und das war ein anderer Zitat vom Mittwoch, Menschen zu medizinischen Versuchsobjekten gemacht werden. Das bedeutet, das hat vom Deutschen her den passiven Anteil. Wir machen sie zu etwas. Das ist unwahr. Die Patienten und die Menschen haben zum Zeitpunkt, dass sie in geistiger Vollkraft sind, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, dass sie daran teilnehmen. Das gibt es im Prinzip zwei Zielgruppen. Die einen, die sagen, okay, ich kenne aus meinem eigenen Umfeld Menschen, die darunter leiden. Ich selbst bin vielleicht in einem leichten Stadium. Ich will dieses entsprechen. Ich möchte mich dazu bereit erklären. Oder andere, die so wie ich sagen, ich kenne Wissenschaft. Ich weiß, wie die betrieben wird und weiß, dass ich dort nicht missbraucht werde. Also bin ich dazu bereit. Und selbst dann sagen wir nein. Das reicht nicht. Du kriegst noch eine Aufklärung, eine medizinische Aufklärung darüber, was mit dir geschehen kann. Und du kannst Dinge ausschließen, du kannst Dinge für dich nicht in Anspruch nehmen, du kannst das frei entscheiden. Und wenn danach jemand sagt, ich will in Kenntnis all dieser Dinge dies entscheiden, dann finde ich es, wie eben schon gesagt, eine Sache der Selbstbestimmung. Und es muss eine Probandenerklärung unterschrieben werden, die genau dieses beinhaltet. Und diese muss entsprechend jetzt noch so erarbeitet werden, dass sie diesem auch entsprechend genügt. Und dann bin ich der Meinung, können wir, und das ist die Frage der Gruppennützigkeit, auch die Frage des Altruismus. Ich möchte, dass mir kommt es nicht darauf an, dass es mir hilft. Mir ist es auch völlig in Ordnung, wenn es den nächsten Generationen, meinen Kindern oder anderen hilft. Dafür stelle ich mich zur Verfügung. Das ist ein Bestandteil klinischer Studien generell, weil man kann im Vorhinein niemals hundertprozentig sagen, dass es einem Probanden nützt. Das heißt, in diesem Fall eigennützig bedeutet, wir gehen davon aus, dass es dir hilft. Aber Wissenschaft und Forschung beinhaltet auch immer die Tatsache, dass dies daneben gehen kann. So. Und wir haben diese Debatte, da möchte ich allen daran Beteiligten noch einmal sagen, in wirklich stilvoller und vernünftiger Art und Weise in weiten Teilen geführt.
Und es waren noch geschichtliche Repliken dabei. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ja, wir haben in Deutschland vor dem Hintergrund unserer Geschichte eine besondere Verantwortung, mit diesem Thema sensibel umzugehen. Wir haben in der Gegenwart und zu allen Zeiten eine Verantwortung, mit den Menschen, die unseres Schutzes bedürfen, verantwortungsbevoll umzugehen. Aber wir haben auch die Verantwortung für die Gesundheit zukünftiger Generationen, und dazu hilft diese Regelung explizit. Dankeschön. So, wir kommen nun zu den Schließungen.